Servus miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über das Transferfenster des FCA, werden uns alle Gerüchte mal anschauen und über Schwächen der letzten Jahre sprechen, vor allem hier bei der Kaderplanung. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Also diese vier Punkte sind sehr oft gefallen. Also das sind nicht nur Argumente, die ich habe, sondern auch ihr Fans da draußen. Sky-Experten, unter anderem auch Marc Bernberg von Sky hat sich dazu auch geäußert noch vor ein paar Tagen. Und diese Punkte werden wir jetzt erstmal durchgehen. Also fangen wir an. Das erste, was sehr negativ bei uns auffällt, viele sagen, wir haben einfach keine Transferstrategie. Und da muss ich leider sagen, ich sehe das mittlerweile ähnlich. Wir haben einen Trainer geholt mit Enno Maaßen, der ein klares Spielsystem hat. Okay, das finde ich an sich richtig gut. Endlich mal eine klare Idee. Er will eine Dreierkette spielen mit zwei Schienenspielern und ja, dahinter dann zwei kreative hängende Stürmer und vorne eher ein Stoßstürmer. Das muss er ja jetzt schon umbauen, weil das Spielermaterial einfach so nicht gegeben ist. Das Ding ist, wenn man so einen Trainer holt, dann muss man ihm halt auch das Spielermaterial geben, um dieses System spielen zu können. Ich glaube, das wurde auch bestimmt so kommuniziert. Diese Spieler wurden schlicht und ergreifend nicht geholt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in unserem System, das wir spielen wollen, ein rechter Schienenspieler und ZOM das Wichtigste wäre, um dieses System auf Vordermann zu bringen. Und das ist das hohe Risiko, das man jetzt geht in der Hinrunde. Man hat da einfach nichts geholt. Es waren Spieler im Gespräch wie Okugawa. Das war sogar sehr, sehr heiß, das Ding. Man hat aber nicht die Ablöse zahlen können. Er hatte 5 Millionen Klausel. Sprich, man hat hier, was ich mittlerweile denke, einfach momentan nicht das flüssige Kapital, um Ablösen sofort zu zahlen oder zu riskieren. Das scheint mal ein bisschen knapp dazustehen durch den Transfer von Pepi, wo einfach 16 Millionen circa gekostet hat. Klar wird das aufgeteilt, die Summe, das wurde nicht, glaube ich, sofort überwiesen, das ist zumindest mein Stand. Trotzdem ist das ja, sind das offene Schulden, die auch einberechnet werden müssen und beim Transfer berücksichtigt werden. Das ist ja klar. Also für mich hat das nämlich sonst keinen Sinn, warum wir jeden Spieler nur leihen wollten und später bezahlen, ähnlich wie bei Berisha. Baumgartlinger haben wir umsonst gekriegt. Rechtsbescheid war auch relativ günstig, also da hat es scheinbar wirklich ein bisschen an Mitteln gefehlt. Anders ist das sonst nicht erklärbar, wenn man Okugawa nicht geholt hat. Vielleicht spekuliert man, dass man in der Winterpause hier nochmal was machen kann, wenn es da nicht schon zu spät ist. Es kann sein, dass wir ganz weit unten drin stehen nach hinten und es ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem Feuer, dann nicht gehandelt zu haben. Dann ein weiterer Name ist Selim Amala. Da sind wir nicht rangekommen. Vor allem Spieler aus dem Ausland scheinen wir ganz schwer für Augsburg überzeugen zu können. Na, verstehe ich ein bisschen. Aber du musst dann eben an dem Verhandlungstisch die Spieler unter Feuer bringen. So wie der Brazzo vielleicht. Ein bisschen empathisch sein, feuerfrei, die Jungs heiß machen auf Augsburg, weil die so ein Amala wird Augsburg nicht kennen. Du musst ihm die Vorteile sagen, warum komme ich daher? Ich glaube, das fehlt da ein bisschen. Ist zumindest mein Verdacht. Oder es ist halt wieder am Geld gescheitert. Aus dem Ausland haben wir auf jeden Fall keinen bekommen. Also jetzt gehen wir mal die Namen alle durch. Adamu, das wäre eine richtig geile Verstärkung. Der kann hängen spielen, hätte diesen Speed, der uns vorne komplett fehlt. Wir sind im 1 gegen 1 mit die schlechteste Mannschaft der Liga. Wir gehen kaum ins Dribbling. Das habt ihr, glaube ich, bei der Hertha-Analyse schon gesehen, was für erschreckende Stats wir da mittlerweile haben. Die Spieler müssen sich das trauen. Solche Spieler wie Adamu hätten da geholfen. Auch ein Umara Embalo war ja im Gespräch. Der war ja angeblich schon auf dem Weg nach Augsburg etc. Ich weiß nicht, was da dann genau dran war, ob das wirklich nur eine heiße Tasse war, also ein Gerücht. Er hätte geholfen, er wäre nicht so teuer gewesen, er wäre auch ein schneller Spieler, zumindest von der Bank erstmal bringen. Da fehlt es uns ja komplett vorne. Da haben wir nur einen Vargas. Was ist, wenn der sich wieder verletzt? Eine Saison, hat Magath schön gesagt, läuft ja nicht immer nach Plan. Wir warten auf Oxford, wir warten auf Dorsch. Was ist, wenn die zurückkommen und sich wieder ein anderer verletzt, wieder ein Vargas? Wer soll denn dann spielen? Wir sind in der Breite nicht gut aufgestellt. Vor allem, wir haben nicht unterschiedliche Spielertypen, wie ich finde. Kaum einen mit Speed vorne, der den richtig wehtun kann im Konter, wo man mal von der Bank bringt. Also für mich, hier hat man vieles, vieles versäumt, muss ich ganz klar sagen. Kouame, ein Stürmer, der auch ein bisschen Speed-Dynamik bringen würde. Aber wie gesagt, der kam von der Fiorentina. War für mich eh schwierig, den zu überzeugen. Da waren auch noch ein paar englische Teams. Dann trotzdem war er gehandelt. Ist ja schön und gut, dass wir bei solchen Spielen noch Anfragen Lust drauf haben. Aber irgendwann müssen wir diese auch überzeugen. Es ist ja keiner von diesen Jungs gekommen, wo ich sage, Adamu, Kouame,
M'Ball, oh, das wären so Jungs, die würden uns richtig gut tun. Okugawa noch dahinter, das wären halt Transfer, wo ich sage, okay, dann kann man sogar auf die rechte Schiene erstmal verzichten. Aber es ist ja keiner gekommen. Wir haben einen Berisha bekommen, der hilft, aber es ist für mich nicht der Spielertyp, der jetzt 1A-Lösung ist, den wir jetzt gebraucht hätten. Wir hätten eher einen Zehner und einen rechten Schienenspieler gebraucht, aber Berisha wird trotzdem unser bester Stürmer sein, da bin ich überzeugt. Dann hatte man Vidovic, das ist halt wahrscheinlich dann gescheitert, weil die Bayern bei ihm eine Stammplatzgarantie wollen, die konnten wir nicht geben, aber auch er hätte uns irgendwo geholfen, bestimmt von der Bank, weil er auch diese kreativen Momente hat. De La Fuente, natürlich auch schwierig zu überzeugen, ja, das war, der hatte dann doch andere Angebote, aber war auch ein Name, der im Gespräch war. Caboré, ne, da ist auch klar, warum wir nicht bekommen haben, Kaufoption, die 20 Millionen zu Marseille gegangen, dann doch zu einem Team, wo man Europa mitspielt. Ne, da hat man sich einmal um einen Schienenspieler bemüht, der vielleicht auch ein bisschen zu Hype war und unmöglich für Augsburg zu kriegen. Es gibt ja noch andere Optionen, ne, auf der Schiene. Da einfach mal besser umgucken, mal den Spieler überzeugen, weil das tut so einfach weh. Wir haben einfach jetzt keinen am Ende geholt für die ZOM-Position. Keinen schnellen Stürmer verpflichtet. Also wir hätten noch einen Dovbik geholt, der aber auch nicht schnell wäre. Das würde uns doch auch gut vorne mit Speed zu haben, mit Dynamik, ein bisschen variabler zu sein. Da wurde kaum was gemacht wieder. Und rechte Schiene ist nach Caboret auch kaum mehr ein Gerücht aufgetaucht, was ich echt heftig finde, weil das ist für mich eine klare Schwachstelle. Das ist viel zu wenig. Schlechtes Timing bei Spielerverkauf, da haben wir vor allem viel im Stream drüber geredet. Man hatte mal die Möglichkeit, einen Gregoritsch für 20 Millionen nach Leverkusen abzugeben. Man hatte mal die Möglichkeit, für einen Bogason nach Hoffenheim abzugeben für gute 10 Millionen plus. Hat ihm am Ende ablösefrei jetzt abgegeben, ein, zwei Jahre später. Ne? Jetzt haben wir schon drüber geredet, wenn ein Reece Oxford ein Angebot aus der Premier League kriegt, am Ende der Saison um die 20 Millionen plus zum Beispiel, bitte verkauf dann Oxford. Man muss beim Club in Augsburg, man sieht ja jetzt fehlt scheinbar am Geld, auch mal im richtigen Moment verkaufen. Ne? Wir sind ein Verein, der das Glück hat, dann gute Spieler auch zu kriegen. Dann verkauft dann solche Spieler. Wenn Oxford und Udokai Angebote über 10 Millionen plus über Marktwert kriegen, nicht stur sein, nicht wegen 1, 2 Millionen das scheitern lassen. Gibt den Spieler dann her, nimmt das Geld, baut um dieses Geld neue Spieler ein, vielleicht 2, 3. Und man hätte ja einen Pfeiffer holen können. Jetzt zum Beispiel hätte man mal früher jemanden im richtigen Moment verkauft und auch einen Okugawa. Die wären beide safe machbar gewesen, weil wir das flüssige Geld hatten. Das ist eine Sache, wo eine unglaublich oft kritisiert wird von euch, von mir, von den Fans, von jedermann, dass wir völlig falsch Spieler gehen lassen und einen völlig falschen Moment verkaufen. Und das ist für mich eine Hauptsache, warum wir eigentlich so wenig Optionen in dieses Transferfenster mit hatten. Es muss einfach sein, wenn ein Spieler, jetzt nehmen wir mal Oxford, was ist, wenn Dorsch, der hat ja Vertrag bis 2026, keine Ahnung, ein Angebot von 25 Millionen bekommt, da muss man auch überlegen, natürlich ist es schade, aber das Geld, da kann man halt einfach viel drum machen, schaut nach Union Berlin, schaut nach Mainz, da wird verkauft und wieder eingekauft, man findet gute Spieler in der zweiten Liga, in der Eredivisie, sogar in der dritten Liga, sogar, man muss einfach ein bisschen umgucken, ne? Es gibt tolle französische Talente, wieso holt man mit so viel Risiko ein Pepi aus Amerika? Na, ich habe das gern so, für Pepi haben wir 16 Millionen rumgezahlt. Ein hohes Risiko. Und das ist im Verhältnis, wenn man Bayern FCA hinstellt, da haben wir auch im Stream geredet, wäre für Tell 70 Millionen bei den Bayern, was wir für Pepi ausgeben. Das ist einfach verdammt viel Geld, diese 16 Millionen. Und man holt ein Spiel aus der MLS. Dann vielleicht bei Talenten auch in Zukunft, ich will Pepi noch nicht abschreiben, aber trotzdem bei Talenten mal bis nach Frankreich, nach Portugal, nach Belgien, nach Holland gucken, da wo es sicherer ist, dann zahlt man halt 5 bis 6 Millionen für ein Talent, wo man sagt 17, 18, der kann was werden langfristig, aber keine 16 für einen MLS-Spieler, das finde ich einfach immer noch wahnsinnig, auch wenn Pepi noch nicht abgeschrieben wurde von mir komplett, aber ihr wisst, was ich meine, man muss bei so einem Scouting viel besser arbeiten, das wurde von Bernbeck auch kritisiert, das zeige ich euch nochmal im Detail, Bernbeck hat gesagt, der FCA muss ein bisschen einen Umbruch machen im Kader, vor allem im Scouting viel, viel besser werden, Transfer müssen viel besser zünden und auch Abgänge müssen im richtigen Moment auch verkauft werden, um Transferlöse zu erzielen, damit man einfach kreativer auf dem Markt sein kann. Vieles verschlafen, deswegen sage ich dieses Jahr, kann es schon eng werden für uns. Ja, und dann haben wir die zwei Punkte noch, Spieler können schwer überzeugt werden, vor allem im Ausland, ja, da muss man besser werden, ne? Scheitert es wahrscheinlich dann wirklich auch am Geld,
aber auch an der Überzeugungskraft. Zum Beispiel ein Bondo, falls ihr es noch erinnert, über den haben wir ganz am Anfang gesprochen, noch lange her. Der war so in Augsburg im Stadion und der ist dann einen Tag später nach Monza gewechselt. Sprich, man konnte ihm das nur schmackhaft machen. Auch wenn Bondo jetzt vielleicht nicht der Spieler wäre, der uns komplett helfen würde, der hat schon was Kreatives gehabt. Trotzdem, das muss ja besser werden. Es ist ja komisch, dass der dann nach Monza geht, einen Tag später, wo er in Augsburg war. Sprich, er war ja wirklich im Stadion selber schon. Das sind so lauter Sachen, wo halt rauskommen. Klare Schwachstellen wurden nicht besetzt. Ja, ZOM und rechte Schiene wurde viel zu wenig gemacht, am Ende nichts geholt. Man geht hier ein hohes Risiko, liebe Augsburger. Ich wünsche unserem Verein natürlich nur das Beste und hoffentlich täuschen wir uns und wir spielen doch noch ein gutes Jahr. Nichtsdestotrotz können wir auf diesen Positionen nachlegen, auch wenn die Hinrunde jetzt nicht so schlecht läuft, wie viele vielleicht vermuten, kann man da in der Winterpause trotzdem noch was tun, weil man macht ja eine Mannschaft damit stärker mit solchen Spielern, unabhängig wie die Saison läuft. ZOM, rechte Schiene, muss höchste Priorität haben für Enno Maaßen, um ihm zu helfen und für unseren Verein, für unsere Fans. Das sind klare Positionen, man bei jedem Umfragen waren die vorne, dass wir da unsere Schwachstellen haben. Das müsste auch der Vorstand, die Kaderplaner alle ja sehen. Ja, Sky-Experte Marc Ehrenbeck, genau, ein bisschen schwierig der Name irgendwie, der hat sich dazu auch nochmal geäußert, also hat gesagt, der FCA wird es dieses Jahr enorm schwer haben, sie haben keine Transferstrategie und so wird es schwierig, so sehe ich es nämlich auch, man verkauft halt im falschen Moment, gibt dann Spieler ja ablösefrei ab. Ehrenbeck schlägt außerdem einen Generationswechsel vor, der bitter nötig ist für den FCA, vor allem im Scouting, hat er gesagt, muss der FCA deutlich besser werden, da vielleicht auch mal ein bisschen umplanen. Es müssen mehr Transfer zünden. Es kann nicht immer sein, dass man Nottransfer macht. Er hat sogar Berisha eher als Nottransfer betitelt, was er gewissermaßen, glaube ich, ist, weil wir andere Kandidaten, Kouame und etc. auf dem Zettel hatten. Die haben ja alle abgesagt. Berisha wird uns schon helfen, aber er ist schon ein bisschen auch ein Nottransfer, glaube ich, weil man musste am Ende irgendwas tun. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Berisha uns hilft, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ihr habt ja die ganzen Namen gesehen, Adamu etc. Das waren schon Prioritätstransfer, wo man sich Hoffnung gemacht hat. Und ja, vor allem das Thema Scouting bin ich komplett bei Bernberg und bei der Transferstrategie. Das ist eine Schwachstelle, da müssen wir besser werden. Daher kommt auch viel Frust auf Reuter. Es sind nicht die einzigen Argumente, die die Fans frustrieren mittlerweile über die letzten 5-6 Jahre. Es wird viel versäumt bei Verkauf, Jugendspielerbindung, Einkauf, tun uns deine Lässern wirklich schwer und das muss besser werden. Ne? Ob das mit Reuter ist, ohne Reuter, ist mir egal. Sie müssen da effizienter Transfer holen und da bin ich komplett bei eurer Meinung. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass wir in der Hinrunde noch gut abschneiden. Man kann sich natürlich auch täuschen und selbst wenn wir auf Platz 13 sind, ja, bitte ich, Herr Reuter, schaut euch jetzt schon, fangt jetzt schon an, ZOMs anzugucken, die machbar wären. Schaut euch an, welche Mannschaften haben eventuell Interesse an unseren teuren Spieler schon fürs Ende der Saison. Vielleicht kann man dann riesen Transferlöse machen, selbst wenn man zu unten ist, einfach, dass man Umbruch schön planen kann. Schaut euch bitte an, rechte Schiene. Da kann ja nicht sein, dass Petersen als einziger, als Linksfuß gute Leistungen bringt. Framberger, ob er das auf Dauer spielen kann, ist halt einfach ein Risiko. Ich finde, die rechte Schiene kann bei uns deutlich stärker besetzt werden, genauso wie ein ZOM. Ja, Leute, wenn ihr da meiner Meinung seid, bitte bewertet das Video mit einem Daumen nach oben, damit da vielleicht mal drüber nachgedacht wird. Über alles. Ich glaube, da kommt der größte Frust der Fans. Es sind viele andere Aspekte noch, wo halt der Fanfrust herkommt bisher, ne, um das ein bisschen verständlich zu machen. Es werden einfach ein paar Sachen versäumt und es wird nicht so gut gearbeitet, wie man hätte machen können. Das will ich damit sagen, dass ich auch sehr froh bin, dass wir jetzt 12. Jahr in die Bundesliga gehen und auch optimistisch bin, dass wir in die 30. Saison gehen. Ja, aber man kann definitiv besser scouten, man kann definitiv bessere Transfer machen. Und dann hätte man auch viel mehr Ruhe wieder um den Verein etc. Das müssen sich die Verantwortlichen schon ankreiden. Das ist eine völlig berechtigte Kritik. Müsste ich unsere Transferperiode dieses Jahr bewerten, würde ich hier den Pfeil leicht nach unten geben. Definitiv auch nicht ordentlich. Das ist für mich eher eine ausreichend, also eine 4- bis 5 mangelhaft. Es waren wirklich keine so guten Transfer dieses Jahr. Wir haben einen Bauer geholt. In der Ergänzung, ja, der muss gerade einfach viel spielen, weil viele verletzt sind. Ein Rechtsbescheid, den finde ich noch ganz solide, dass man den geholt hat. Der hilft da schon weiter, vor allem wenn dann alle fit sind, können wir da ein bisschen schon rotieren in der Breite. Baumgartlinger, okay. Ist ja jetzt auch, schon eine Verstärkung, wenn er fit ist, aber ja, ist es die Riesenverstärkung.
vorne auf Positionen, wo wir da Bedarf haben. ZOM, rechte Schiene, wurde nichts gemacht und ein Stürmer wurde geholt, der zumindest, glaube ich, besser ist als die anderen. Okay, für mich leider eine 4 minus bis 5, ein hartes Jahr, glaube ich, für uns. Mit viel Geduld. Ich hoffe auf den Sieg gegen Hertha, dass wir ein bisschen Puffer haben und natürlich, dass die Hinrunde für uns nicht so schlecht läuft, wie einige befürchten. Am Ende sage ich auch, ich sehe uns nicht auf einen direkten Abstiegsplatz, in der Hoffnung, dass das alles gut geht und dass die Verantwortlichen wirklich hier mal vielleicht auch mal so ein Video gucken, wirklich ein bisschen im Scouting und etc. überdenken. Euer Dennis, eure Meinung in die Kommentare. Denkt an den Daumen, falls ihr auch meiner Meinung seid. Ciao.